Wir haben es mit einem Dilemma zu tun, dessen eines Freiheit Räume öffnet, ihr das andere Nachhaltigkeit eher beschränkt. Sie haben hier in Ihrem schönen Gebäude überall den Weg nach links zur Freiheit, den Weg nach rechts zur Nachhaltigkeit. Was Sie machen müssen, ist durch die Wand gehen. Wer würde sich schon gegen eines der beiden Ziele, Freiheit und Nachhaltigkeit, wenden? Man ist ja schließlich auch nicht gegen Frieden oder gegen Chancengleichheit. Freiheit oder Nachhaltigkeit? Ich gehe mit der Freiheit. Ich fühle mich durchaus in einigen Alltagssituationen in meiner Freiheit durch den Versuch, Nachhaltigkeit zu etablieren, eingeschränkt. Es mag ja sein, dass meine eigene Freiheit wichtig ist, aber durch den CO2-Ausstoß, wenn ich jetzt beispielsweise nach Südamerika fliege, dann sind das etwa 14 Tonnen CO2. Das heißt, ich verbrauche so viele Ressourcen nur durch diesen Flug, wie viel 7 Leute auf der ganzen Welt verbrauchen können. Also nehme ich quasi die Freiheit von 7 Menschen weg. Ich selber wurde nicht eingeschränkt, aber ich bin eine Weile durch Südamerika gereist und Freiheit ist bei... würde ich jetzt interpretieren, ist bei denen, ich habe die Freiheit, meinen Müll einfach hinzuschmeißen, wo ich will. Ist natürlich schön, ist aber nicht so nachhaltig. Jeder kann ja auch seine eigene Freiheit für Nachhaltigkeit nutzen. Und wenn die meisten Menschen erstmal verstanden haben, dass quasi Nachhaltigkeit und Klimaschutz ziemlich gut ist, dann glaube ich, ja, kann man auch mit dieser Freiheit sehr viel zur Nachhaltigkeit beitragen, indem jeder halt einfach sich für sich sein passendes Konzept sich raussucht und damit nachhaltig agiert. Nachhaltigkeit ist ebenso wichtig, da wir mittlerweile begriffen haben, dass wir nicht so weiterleben können und ressourcenschonender leben müssen. Nichtsdestotrotz würde ich mich für die Freiheit entscheiden. Das heißt, jeder fängt da an, wo er oder sie steht. Das ist lokal. All politics is local, sagen die Amerikaner. Ich sage, all politics is global, weil wir nicht nur den Kirchturm um die Ecke in Betracht ziehen, sondern auch das große Ganze mit einbeziehen.